hier vielleicht den Eingang hin machen. Vielleicht den Ausgang. Das ist erstmal nur eine Überlegung. Weil das schon recht klein. Warte mal. Gut, ich komme dann da auch noch durch. Wenn dann quasi die Eingänge. Könnte man hier so einen Rundgang machen? Auf der einen Seite Galapagos und auf der anderen Seite die anderen Schildkröten. Wie heißen die denn jetzt nochmal? Ich weiß es nicht. Das ist die Galapagos. Und das andere muss die Aldabra Riesenschildkröte sein. Ja. Und da drin vielleicht noch ein paar Vivarien. Nicht so viele, aber so ein paar. Das ist nur die Frage, wie brauche ich Kack? Okay, warte mal. Da haben wir. Nee, nicht ein Bauplan. Anwenden. Wie Stück sollten das schon sein? Na, du mich ja alles runter erzählen. Ah, die Leistengruppe, die hatten Nachwuchs. So. Und jetzt ist natürlich noch die nächste Frage. Machen wir ein Glashaus? Oder halb Glas, halb Holz zum Beispiel? Oder Beton oder was auch immer? Oder komplett ohne Glas? Und vielleicht nur das Dachglas? Das sieht cool aus. Aber nein. Das Truppenhaus würde ich schon gern selber bauen. Das ist cool. Glashaus. Wie sind wir mit deinem Motto heraus zum ersten Mal? Ist auch du dabei? Oh, Dadl. Ah. Nee. Nee, nee, nee. Gut, warte, wir gucken mal kurz nach Glas. Ja, schön im Glas. Ich glaube, die meisten Truppenhäuser sind ja. Nee, das ist modernes Glas. Wo ist denn das mit dem, das hier mit den weißen Rändern? Und da hört es dann schon wieder auf.
Das heißt nicht. Das ist der Grund, weswegen es halt nie passt. Wenn ich das hier mit dem. Aber ansonsten kriege ich die Wege meistens nicht rein. Das kann ein bisschen dauern, bis wir das hier haben. Ich möchte halt nicht wieder, dass irgendeine Kante übersteht. Und das dann nicht so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Nein. Aus. Halt, stopp. Oh, jetzt mal wieder. Erstmal nur. Dann Glas, 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 Glas. Minimal. Okay. Und darauf bauen wir jetzt die Grundlage. Das wird nichts. Das wird nichts. Das sehe ich jetzt schon. Das wird eckig und kantig und was weiß ich. Wie gesagt, das hier wird kein Meisterbau. Das wirkt ein bisschen klein. Durchgehen. Wollt ihr mal testweise hier durchgehen? Nein, wollt ihr nicht, okay. Haben wir noch andere große? Ja, haben wir. Da kommen dann zwischendurch noch andere mit rein. Warte mal, vielleicht. Oh, damit es nicht ganz so eckig und kantig wirkt. Wenn es am Ende scheiße aussieht, können wir immer noch was ändern. So, warte mal, machen wir das jetzt so. Ich krieg hier schon einen Kasper. Nein! Kacke! Wir machen erstmal. So, hier hinten muss ich ja auch einmal kurz. Weil wegen Weg. Einmal ganz kurz. Damit ich den Grundriss habe. Und alles wieder weg. Später.
Aber das ist dann zu groß für die. Warte mal. Wir machen jetzt einmal. Ich glaube, da kommen noch andere Viecher mit rein. Hier quasi das erste hin. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel. Oder? Dann machen wir das doch einfach so. Sehr schön, es passt auf jeden Fall mit dem Weg. So, wie viel hatte ich jetzt hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Muss ich da aber einmal. Nein! Ich weiß, wir könnten das auch einfach haben. Nein! Nein? Ja. Nein, warum will er nicht mehr? Okay, dann muss ich das Ding halt noch so ranstellen. Ist auch okay. Okay, das nimmt er mal wieder nicht. Nein, wir könnten nicht einfach haben. Klicken wir uns einfach weiter durch. So, das haben wir doch schon mal. So grob. Muss ich nur noch gucken, ob wir das wirklich komplett aus Glas haben wollen. Oder nicht. Aber so der Grundriss ist schon mal. Den Grundriss haben wir. Und es ist gerade. Das ist die Hauptsache. Mal gucken. Okay, du bist auf jeden Fall tropisch. Die brauchen bestimmt auch eine Schattenfläche, um dich zurückzuziehen. Ja gut, die könnte man ja rein theoretisch so als Hütchen bauen. Rein theoretisch. Aber hast du recht. Okay, sind beides Tropen. Südamerika. Wo kommt ihr her? Afrika. Gut, dann machen wir. Okay, wir machen eine afrikanische und eine amerikanische Seite. Und auf die eine Seite kommen auch noch Vivarientiere dann jeweils.
Mal gucken, wie wir das abstellen. Überlegen. Wie gesagt, die Hütten für die Viecher können wir selber bauen, rein theoretisch. Wir könnten aber... Gut, afrikanisch passt da... Tut hier weniger rein. Das ist Beton. Beton sieht kacke aus. Geöltes Holz. Was? Mal. Passt das in ein Tropenhaus? Die Holzart? Oder eher... Solche Steine? Ja, jetzt einfach erstmal das hier hin. Wir haben auch noch so. Solche Steinchen. Und was ich hier meistens eigentlich nehme, diese hier. Oder dann halt das Glas. Holz 1, Holz 2 oder Stein 1, Stein 2. Oder Glas. Ich bin mir sehr, sehr uneins. Ich glaube, das hier passt am wenigsten. Glaube ich. Oder halt wirklich alles einheitlich und glasig und dann mit Gestrüpp und so weiter noch verzieren. Das würde auch gehen. Ja, dann nochmal Natur. Das hier irgendwo. So, ich sollte die Filter erstmal rausnehmen. Wir haben irgendwo nämlich noch hier diese hier, Efeu. Die könnte man eventuell dann hier halt oder halt von außen ran machen. Wenn wir uns für Glas entscheiden würden. Schwierige Frage. Von außen sieht das ja gar nicht schlecht aus, aber wenn ich dann von der Sonnenseite gucke. Ich glaube, das sieht gar nicht mal schlecht aus. Okay, das gefällt mir am wenigsten. Ach komm. So. Dann machen wir zumindest die Ecken aus dem Holz zumindest erstmal. Stimmt, wir könnten eigentlich auch hier das hier. Aber das wäre dann schon sehr klassisch. Ich glaube, dieses ganz klassische passt hier nicht rein. In die Ecke. So. Rein da. Rein da. Rein
Länder. So. Wo ist das Ding hier? Ich will gerade mal gucken. Nee. Sieht aber nicht gut aus. Okay. Verwerfen wir die Idee wieder. Das sieht zwar gut aus, aber dazu müsste das hier. Nein! Da haben wir da passend rein. Und dann. Wir haben einmal das hier. Oh, ich glaube. So, was machen wir denn? Johannes, vielen lieben Dank für dein Follow und herzlich willkommen hier. Mach's dir bequem. Ich hoffe, es geht dir gut. So. Dann machen wir hier einfach. Wir sind gerade dabei, einen Truppen auszupacken. Habe mich gerade mega erschreckt. Wieso? Wieso das denn? super. Und ihr? Ja, mir auch. Mir auch. Alles bestens. So. Sind hier, wie gesagt, gerade dabei, so ein Tropenhaus für unsere Schildis zu machen. Ich bin noch uneins. Was wir genau tun. Meine Lautstärke ist auf 100. Und der Follower-Sound. Oh, sorry. Und das Schlimmste ist, der Follower-Sound ist schon runtergedreht. Er ist schon runtergedreht. Aber du bist nicht der Erste, der dich erschreckt. Das passiert des Öfteren mal. So. Ja. 1, 2, 3, 4. Ich weiß, dass es richtig ist und trotzdem gucke ich tausendmal nach. So, hier möchte ich auf jeden Fall viermal. 1, 2, 3, 4. Dann dreimal. Glaubt, dass sie könnte gut aussehen. Jetzt ist auch das hier richtig. Dann. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Huch. Ach da! Ich habe den Fehler erkannt. Ah. Nein! So. Ja. Jetzt müsste es richtig sein. Jetzt war nur noch so
Ein halbes Glashaus, aber das passt schon. Sieht zumindest besser aus als komplett Glas. Das komplett glasige fand ich jetzt nicht so. Oder? Hat doch was. Dann das hier. Ich glaube, das war dann da. Und so. Es war immer noch nur der Grundriss, aber sieht schon mal. Es sieht schon mal passabel aus. So, dann einmal speichern. Ist natürlich die Frage. Ob wir hier eine komplette Brücke machen? Ich würde gerne einmal hier so einen Schlängelweg machen. Ähnlich wie hier. So, werde ich wahrscheinlich trotzdem noch mal wegmachen müssen zwischendurch, fürchte ich. Aber erstmal so als Grundriss. Nein, ich hab da was weggemacht. Nein! Ich tollpatsch. Ja. Und jetzt bitte. So, wir könnten auch schon mal die erste Schildkrötenart dann holen. Dann gucken, wie wir das machen. Ich muss die Mitarbeiterwege noch einplanen. Erst einmal zum Vormerken. So. Dann würde ich sagen, holen wir zumindest die erste Schildkrötenart schon mal. Die Riesenschildkröte. Wenn wir uns die überhaupt leisten können. Hier ist gut. Brauchen wir nur noch eine weibliche. Gut, für diese Viecher will man verdammt viel haben. Hey, wo ist das Viechchen? Da. So. Dürfen die Leute eigentlich das Gehege betreten? Gäste können Gehege betreten. Ja, sehr gut. Das macht das Ganze ein bisschen einfacher.
Streichelt so also. So in etwa, ja. Wäre nicht verkehrt, wenn es da ein bisschen draußen hervorragt. So, und dann hier. Hallo. So. Dann jetzt meine Idee einmal fortführen. So. Barriere. So, es sieht nicht schön aus, aber es ist selten. So. Nee, wir stellen dann einfach was davor vor die Lücke. Ja, okay. So. Oh, vor die Lücke, was stellen wir denn da? Ein Steinchen, würde ich sagen. So. Nicht schön, aber selten. So, dann können wir einmal da den Gehegeeingang machen. Und das gehst du Tor einmal hier hin. Und da drin können wir dann so. Ja, naja, ne? Wir haben aber da schon Minus gemacht. Aber seit wir angefangen haben? Ja, doch. Wir haben jetzt das Februar. Liegt aber mit daran, dass wir jetzt hier gerade einiges an Ausgaben haben, ne? Wo ist denn unser anderes?
von unserem Männchen. Ich glaube nicht, wir haben es aus Versehen nicht geholt. Aha. Solange es auch grün ist, das stimmt. Wir haben tatsächlich vergessen, das andere Männchen dazu holen, ne? Denn das? Na komm, holen wir dich. So. Der Ausbau wird dann noch dauern. Aber. Oh Gott, speichern. Das hat eben gehangen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hui, ja, 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 ja. So, kann ich dann hier. Da ist dann das nächste. Wir kommen zurück. Tada, da sind unsere Kleinen. Hat sie mich ja gerade angefaucht? Ah ne, du schnaubst nur. Okay. Alles gut. Nee, hier stehen sie ineinander. Da ist irgendwo eine Einrichtung ausgefallen. Oh, das sind beide. So. Wir müssen uns dann auch unbedingt bald mal drum kümmern, ob es so viele Tiere im Zoo sind oder nicht. So. Gut, diesen geraden Gang könnten wir lassen. Den würde ich sogar so schmal lassen. Zurück. Juhu, wir haben den ersten Rundgang. Ganz tatsächlich nur den ersten richtigen. Schildkröten sind bösartige Viecher. Wenn du nicht aufpasst, werden das am Ende den Jessen. Hat man nicht mehr zu lachen. Ach komm schon, Daddel, guck doch mal. Die sind doch nett und süß und knallig. Und haben nichts zu essen. Mal wieder. Schildkröte und das letzte Krokodil packen wir mal raus. Ich würde euch lieber hier so mehrere kleine Pötte geben. Donatello, ganz schlimme Finger. So. Wie schlimm findet ihr das jetzt hier? Oh, Gras ist zu lang. Und mehr Sand hättet ihr gerne. Dann machen wir hier doch mal so eine kleine Sandebene draus. So. Okay, aber ihr seid mit eurem Rückzugsort nicht zufrieden. Dann kriegt ihr ein größeres. Oh, das ist ein bisschen zu groß, ne? Seid ihr zufrieden? Ja, jetzt seid ihr zufrieden. So. Und dann noch so eine kleine Minischale Wasser, würde ich sagen. Ihr braucht ja immer ein bisschen, bis ihr irgendwo seid.
Kriege ich hier noch so einen Spielball? Fruchtbaum. Hier kriege ich denn noch so ein bisschen. Gelegenheiten. Brauche ich in die Ecke zu flezen. Und dekoriert wird gleich. So, jetzt bin ich am Überlegen, wie wir die zweite Schicht machen. Hier muss ja noch eine rüber. Wir können ja hier nicht direkt schon das Dach beginnen lassen.